Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Wie ihr seht, sind wir noch ganz fleißig beim Maishäckseln. Und ich habe mir überlegt, also eigentlich, ne, ist das mit dem Anhänger... Ey, hallo? Ja, eigentlich ist das mit dem Anhänger hier, also mit dem Trailer, schon... Ja... Naja, sagen wir mal so... Ja, okay, ne? Weil eigentlich gerade Maisfelder oder so, die sind ja dann doch relativ mottrig, ne? Aufgewühlt und so und mit dem Trailer voll beladen, siehst du eigentlich keine Sonne. Deswegen fahren sie eigentlich mit anderen Schubbodenwagen hier drunter, aber wir haben gerade nichts anderes, deswegen müssen wir damit erstmal arbeiten. Aber ich denke, ist okay, ne? Wenn wir nur dieses Innefeld, das wird schon klappen für die erste Ernte, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, dann schauen wir mal. So, ich habe jetzt den Shader Cache vor der Aufnahme nicht geladen, aber ich denke mal, das läuft. Ich hoffe soweit. Der Rechner war nicht aus, wo ich das letzte Mal den LS offen hatte. Von daher müsste die Map ja noch mehr oder weniger, ne? Oh, bisschen rutschig. Okay. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Thema Kuhstall, Leute. Und zwar habe ich mir so überlegt, weil ich mir ja unsicher war mit der Anzahl der Kühe in den Stall. Aber 150 Kühe sind mehr als ausreichend. Da haben wir auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viel zu tun, ne? Oh, hier ruckelt es noch ein bisschen. So, okay. Das liegt am Shader Cache. Na, dann doch so ein bisschen. Kriegen wir hin, ja, kein Problem. So, dann hauen wir hier mal die nächste Ladung Häckselgut raus. Wie viel haben wir denn schon im Silo drin? Häckselgut. Oh, das ist aber ordentlich. Das ist sehr schön. Wir haben noch Raps drin und Gerste. September ist eigentlich irgendwas verkaufbar schon. Zeig mal. Raps im November. Und Gerste haben wir auch noch. Wollte ich aber eigentlich lassen für Hühner. Wobei, der Verkaufspreis ist gerade sehr angenehm. Blumengartgetreide. Die würden ordentlich zahlen dafür. Aber das lassen wir mal als Hühnerfutter liegen, ne? Dann lieber den Raps verkaufen. Da sind wir dann wahrscheinlich deutlich besser dran. So. Ihr könnt mir vorstellen, der Häcksler ist schon wieder voll. Dann düsen wir da mal schnell rüber. Und ja, ey, ihr habt in den Kommentaren gesagt, also auf dem kleinen Land, ne, auf dem anderen Let's Play, dass es doch schön wäre, also durch die Blume gesagt, dass es doch schön wäre, wenn wir da den Charme der kleinen Felder und der alten Oldie-Traktoren beibehalten. Ja. Ich wurde doch darauf hingewiesen, dass ich nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen sollte, denn ne, der Größenwahn bei Feldern und so, ihr wisst Bescheid. Also hier auf der Gnadental, da können wir ja richtig durcheskalieren und machen, was wir wollen. Hier können wir Vollgas geben, theoretisch. Aber auf dem kleinen Land, das soll ja alles schön klein, muckelig, entspannt und ne, romantisch und so ablaufen. Deswegen, ja... Oh, und ich habe auf dem amerikanischen Farmland, da habe ich, oh Gott, da ich nebenbei so viel gespielt, da habe ich auch mit LKWs und so mal rumprobiert. Ach, Leute. Ach so, apropos rumprobiert, ich habe mal mit dem Audio ein bisschen rumgezaubert und ich hoffe, das geht, weil ich hatte selber das Gefühl, ich war in den anderen Videos doch unfassbar doll zu laut auf dem Mikro, warum auch immer. Also ich habe es jetzt mal ein bisschen runtergedreht, habe dafür das eigene Monitoring auf dem Interface ein bisschen hochgedreht, dass ich mich selber ein bisschen lauter höre. Vielleicht in der Hoffnung, ja, ne? So. Ich habe generell, also dadurch, dass ja Windows neu aufgesetzt ist, hier sind ja auch alle Einstellungen neu oder nicht mehr so wie früher, habe ich das Gefühl, dass generell alles, selbst wenn ich mir bei TubeTube irgendein Video angucke oder die normale Audioeinstellung, das sind viel lauter ist als vorher bei demselben Einstellungen. Also, ganz komisch, ganz komisch. Gut, ist aber ein anderes Ding. Ich denke mal, wir werden hier heute halt einfach nur ganz viel Mais häckseln. Ja. Warte mal, wann kommt das hier eigentlich? Ja, schade. Ich hätte ja fast gesagt. Warte mal, es ist aber doch doll leise. Ne, ist okay. Ein Wochenende lange Folge. Ist lange nicht passiert, ne? Und ich habe festgestellt, die Videodateien von der Größe her
Die sind doch ein bisschen was größer, wie damals ihr wohnt. Aber ich denke, das ist dem geschuldet, dass wir nicht mehr in 1080p, sondern in 1440 aufnehmen. Ne? Dann werden die Videodateien automatisch ein bisschen größer. Ist aber nicht schlimm, Jim. Das passt schon. Ja, um auf den Kuhstall zurückzukommen, da wir noch 3,50 Mark im Portemonnaie haben, wird der Kuhstall werden, den wir gesagt haben, mit 150 Kühe. Und da sind wir sehr, sehr gut mit bedient. Den machen wir auch nicht von Anfang an gleich knacke voll mit 150 Kühe, sondern da, was wie sich, stecken wir da 20 Stück erstmal rein und gucken, was daraus wird. Ne? Also, folglich vermehren die sich hier automatisch, sobald ordentlich ein Futter drin geschmissen wird. Schauen wir mal. Tja. So, aber heute ist erstmal großes Häckselgut abfahren, weiter Anni sagt. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nebenbei vielleicht doch schon diese Göweil-Ballenwickel-Gerät mal holen. Aber macht sich denn echt doof mit dem Ausladen? Denn wenn wir hier über diesen Trigger-Sumpf rüberfahren, dann können wir da nicht unterstellen. Weil ich würde echt gerne probieren, ob wir das hier einfach unter Silo fahren können, unter den dicken Schnorchel da oben. Und dann damit befüllen. Das wäre das Einfachste. Dann bräuchten wir nicht nochmal einen extra Anhänger, wo wir dann das dann aus dem Silo rausholen und dann da wieder einladen, sondern dann können wir direkt am Silo Ballen pressen. Und fertig. So wäre mein Plan. Apropos Plan. Tiere, Kühe, da sind wir ja schon. Ich wollte ja, da ich noch sehr, sehr unentschlossen war, diesen Stall hier. Ja, den wollte ich mir hier hinstellen. Jetzt ist die Frage, kommt der hier oben hin? Am Farmhaus? Oder stellen wir den hier unten hin? Weil hier hätten wir Luft ohne Ende, ne? Hier ist noch so viel Platz, dass wir hier so Sachen machen können. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ursprünglich geplant war ja, dass wir den hier oben hinstellen. Weil dann hätten wir nämlich hier neben dem Hühnerstall die Möglichkeit für ein Fermentiersilo und für einen Ballenhäcksler und für Mischfutterherstellung würde sich nämlich sehr, sehr schön hier anbieten, wenn wir den Stall hier platzieren würden. Also, ne, so war ja der Ursprung vom Gedanken gewesen. Kuhstall hier wäre auch noch okay. Auf jeden Fall sagte mir, ich habe nicht genug Geld, was aber nicht stimmt, weil passt ja, ne? Dann ist das Geld aber alle. Ich würde aber sehr, sehr gerne jetzt schon irgendwas anfangen mit Tiere, dass wir da nicht wieder so doll in Hintertreffen geraten, weil wenn wir hier wieder nur gefühlt 80 Folgen irgendwas ernten und so und immer nur von Tieren reden, aber keine haben, dann ist das halt auch nicht cool. Das nächste Ding ist, die Ländereien hier vorne möchte ich halt auch haben, um die Felder vernünftig zu bauen. Ja. Alles und steht fällt damit, dass wir halt Geld dafür brauchen, was wir gerade hoffentlich verdienen. Ne, in weiser Voraussicht, denn das Häckselgut machen wir in Silageballen und das machen wir zu Geld. So, dann hauen wir raus. Geht an sich relativ schnell und ist auch recht entspannt. Warte mal, wie viel haben wir hier noch von dem Feld? Müsste ja bald fertig sein, oder? Also ich habe hier, wenn ich ehrlich bin, jetzt kein Bock, 3 oder 4 Folgen lang Mais zu häckseln. Oh, guck mal, die Hälfte ist schon weg. Das schaffen wir heute locker. Das ist schön. Sehr schön so, ja. Und dann habe ich mir überlegt, Leute, was ist denn mit Forst? Wollen wir uns irgendwo einen Wald pflanzen? Ach, wäre nämlich auch eine schöne Geldquelle eigentlich. Und da wir diesen Allesverkauf-Container-Dings da hier gebaut haben bei uns hinten, könnten wir theoretisch auch mal mit diese Übersee-Holzcontainer was starten. Da habe ich nämlich auch schon wieder Ideen. Würde unter Umständen sogar relativ gut funktionieren. Müssen wir mal gucken. Da würde ich echt ein bisschen was ausprobieren mit euch zusammen. Um da den goldenen Weg zu finden oder so. Mal gucken. Weil im kleinen Land haben wir schon Forst gemacht. Der Wald ist runter. Haben wir in Brennholz gemacht. Hier würde ich vielleicht mal versuchen, dass wir diese Überseecontainer mal ein bisschen genauer benutzen und da ein bisschen was drin machen. Dazu nehme ich die Dinge aus dem Platinum-DLC. Und vielleicht sind die ganz cool. Mal gucken. So viel Geld wie beim Brennholz gibt es dafür zwar nicht, aber mal schauen.
So, und hier kommt ein Anhänger nach dem anderen rein. Mega. Vor allem jeder volle Anhänger mit Häckselgut ist bare Geld, wenn wir das dann einwickeln. Ich wollte das Ding mieten, ne? Wir haben den Häcksler schon gemietet. Okay, der muss unbedingt fertig werden. Ich wollte nämlich den Ballenwickler eigentlich sogar kaufen. Da wir aber kredittechnisch schon... Ja, verdammt. Weil wenn wir den haben, dann können wir das immer machen. Da können wir auch Gras reinschmeißen, da können wir Heu reinschmeißen. Gut, Heu macht er zu Heuballen, das wickelt er nicht. Aber Stroh macht er auch, ne? Ja. Theoretisch könnten wir so ein Mischfutter anrühren, das alles da reinstecken und der wickelt uns das dann schön ein. Und dann haben wir Mischfutterballen, was eigentlich auch ja nicht so verkehrt ist, gerade lagertechnisch. Dann brauchen wir da nicht mal mit einem Anhänger unter dem Mischfutterapparat oder Gebäude fahren, sondern könnten uns die Futterballen fertig machen und beiseite legen und bei Bedarf einfach direkt verfüttern. So eine Sache. Also da bin ich mir noch nicht sicher, was wir da genau anstellen, aber die Möglichkeit besteht. Und dieses Göwal-Ding würde ich wirklich sehr, sehr gerne kaufen, kostet aber viereckig. Ne, fast eine Viertelmillion, das ist schon nicht wenig. Ja, naja, mal gucken. So, ihr... Also da muss ich auf jeden Fall mal sagen, ja, Lob an euch, definitiv. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja in den anderen Folgen davor ein bisschen, ne, doll viel rumexperimentiert mit Bild, dies, das, bla, Ton und so. Vielen Dank dafür, dass ihr so ein schönes Feedback gibt. Von wegen, ja, hier, das ist so und so, alle Dude, dies, das. Hilft mir wirklich weiter, weil dann kann ich da nämlich schon mal mit einem beruhigten Gewissen mich um andere Sachen kümmern. Ich habe jetzt mal den Ton ein bisschen runtergedreht, aber ich denke mal, ja, Tonspur noch ein bisschen eingestellt und so. Sollte aber eigentlich passen, oder? Also ich finde es jetzt selber vom Ton relativ angenehm. Ihr guckt mir das natürlich auch selber nochmal an, aber hier könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne sagen, gerade hier Mikro und Spiel, sind die Traktoren zu laut, sind die Traktoren zu leise, bin ich zu laut, bin ich zu leise, passt das soweit, ist alles total Käse, ne? Ja, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir auf dem Rechner hört sich das zum Beispiel komplett anders an, wie bei mir auf dem Handy. So hat wahrscheinlich jedes Wiedergabegerät einen anderen Ton, den er ausgibt. Von daher, ja, sehr interessant. Oh, warte mal. Naja, doch ein paar Mal fährt er noch. Doch, da kommt ordentlich was zusammen. Das ist ja fantastisch. Da habe ich ja fast Sorge, dass wir stundenlang Ballen wickeln. Aber das ist nicht schlimm. Wir können ja nebenbei andere Sachen machen. Ich hatte in der Folge davor auch gesagt, dass ich auf dem amerikanischen Farmland sehr, sehr viele Ballen gewickelt habe. Jetzt sind leider noch sehr, sehr viele mehr geworden. Ich habe da neue Felder angelegt, habe da Mais angepflanzt, habe das alles gehäckselt, habe das alles durch diese Ding geschoben. Oh, Wahnsinn. Das sind jetzt, glaube ich, bald über 4000 Ballen oder so. Das ist der Hammer, weil das ist einfach, das ist unfassbar belohnend. Also, ich habe da einen Ladewagen, da passen halt sehr, 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 sehr viele Liter Häckselgut rein. Den fährst du da ran und dann nimmt er sich das da mal raus. Und dann der nächste Autoload-Ballenanhänger voll und der nächste Autoload-Ballenanhänger voll. In der Zwischenzeit kannst du da wirklich deine Felder bestellen und das machen, dies, das, Ananas. Und da werden halt immer permanent durchgehend Ballen hergestellt. Die packst du beiseite, wartest, bis die fertig durchsiliert sind, verkaufen, reich. Ja? Mega. Deswegen möchte ich den unbedingt haben, das Ding. Das ist nämlich sehr, sehr belohnend. Wir hätten das jetzt auch alles einfacher haben können. Ja, ich weiß, wir hätten das Häckselgut einfach in Fermentiersilo fahren können. Dann hätten wir da Silage drin. Aber nö. Wir machen das jetzt mal so. Ja? Jetzt müssen wir sowieso durchziehen, weil der Häcksler, der kostet ja Miete. Was macht der denn da? Der eiert ein bisschen rum beim Rumdrehen, ne? Hat er Angst vor den Bäumen? Nee, er fährt rückwärts. Er ist brav, okay. Oh, das war jetzt nicht die richtige Taste. Hoppala. So. Aber der müsste doch bald wieder voll sein, oder? Waren wir jetzt zu schnell? Weil die Rundumleuchten sind noch nicht an. Ja, genau.
Okay, warte mal, ich wollte noch mal gucken. Mit dem Verkauf vom Raps. Im November. Wir haben jetzt September, Oktober, November. Okay, dürfen wir nicht vergessen, dass wir da Raps verkaufen. Oh, guck mal, und der Verkaufer-Alles-Container hat so den größten angebotenen Preis dafür. Geil. Dann brauchen wir damit ja noch nicht mal weit fahren. Ne? Das ist ja belohnend. Sehr schön. Achso, kann natürlich auch sein, dass ich mein Interface. Ich muss ja auch dafür die Treiber und die Software alles neu installieren. Dass da noch irgendwelche Einstellungen nicht richtig hinhauen, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe hier so einen starken Widerhall drauf, obwohl ich hier, ne, mit hört man das? Ja, mit Akustikschrauben schon abgedämmt hatte ich vorher auch und da war der Ton eigentlich immer mega. Ja, naja. So. Vielleicht höre ich auch wieder nur die Flöhe husten und die sagt, ey komm, das ist alles so wie immer, alles toll, mach weiter, alles gut. Na? So. Könnt ihr mir mal sagen bei Gelegenheit. Okay. Warte mal. Ich muss mal gerade kurz wieder reinkommen. Stimmt, Feld 44 hört uns noch nicht. 42, 43 könnten wir zusammenpflügen. Feld 41 möchte ich noch haben. Dann haben wir das hier, dann das hier und das hier, ne? Haben wir das nicht zusammen gepflügt hier? 42, 43? Na, sag mal. Okay. Na, dann haben wir da doch auf jeden Fall schon mal was für das nächste Mal, wenn wir hier fertig sind mit dem Mais häckseln, dass wir da mit dem Flug immer drüber ziehen. Das ist ja mega. Und ihr habt natürlich, also, ja, siehst du, fällt mir doch alles ein, Gott sei Dank, ohne nachzugucken sogar. In den Kommentaren habt ihr geschrieben, gerade im Maisfelder. Wenn du da mit dem Mulcher antrittst, mit einem Helfer. Und du aktivierst den Helfer, dann sagt der Helfer, nee, dein Mais kannst du alleine mulchen, das macht er nicht. Also Spielmechanik sagt nein. Ja, also wenn du das selber machst, funktioniert das. Der Helfer sagt, geht nicht. Und dann habt ihr geschrieben, das gibt ja im Mod-Hub ein Mähwerk von John Deere. Jenet welche dieset. Das kann man nämlich konfigurieren. Immer als Mulcher. Und als Mähwerk. Wenn du das als Mulcher konfigurierst, dann kannst du damit über das Feld fahren. Dann macht er das. Ja, gerade für Konsole, glaube ich, nicht schlecht. Ich möchte sagen, das gibt das für Konsole. Ich habe die Mod drinne, dass Scheibenecken Mulchfunktion haben. Und wenn du mit der Scheibenegge über das Feld fährst, dann wird halt gegrubbert. Ne, und grubbern nicht halt immer. Und wenn dann dabei gleich die Mulchtextur mit zustande kommt, dann ist das stark von Vorteil. Deswegen haben wir nämlich, wo ist er denn? Wir drehen uns mal rum. Der Gerät. Ne, das ist eine große Scheibenegge mit Mulchfunktion, weil Mod ist aktiv, dass Scheibeneggen mulchen können. Ja, habe ich extra vorher ausprobiert. Der Gerät geht gut. Habe ich auf dem amerikanischen Farmland ein Bein frei. Dann können wir nämlich den Maisacker schön übermulchen mit dem Ding und dann ist es wunderschön. Dann haben wir nämlich nicht 98%, sondern wenn wir das ganze Prozedur hier habe durchziehen, wieder 100% Ertragbonus. Ne? Düngen, mulchen, pflügen, Aussaat mit Direktsaat und Düngefunktion, dass wir beide Düngestufen haben. Walzen, Vorteil, wenn wir pflügen, brauchen wir kein Unkraut wegmachen und dann hast du 100% Ertragbonus. Ja, hast du vorher halt nicht. Beim Mais war immer komisch. Konntest du nicht mulchen. Ich verstehe persönlich nicht warum, weil gerade die dicken, fetten Maisstoppeln, wenn du die kleinen hackst mit der Mulchwalze, das ist doch unfassbar von Vorteil. Weil, ne, das zersetzt sich doch viel, viel besser im Erdreich, wenn die Kleine ihr schlagen ist und nicht so eine dicken Stöcker da mal kommen. Oh, perfekte Timing. Ich merke gerade, ich rede mir hier um Kopf und Kragen, aber ja. Ne? So, dann schaffen wir nebenbei wenigstens einen Haufen was. Ich hoffe, ich lall euch hier nicht voll, ey. So. Ne, der Mais muss runter. Nein, denk mal noch drei Häcksler Ladung, dann hätten wir's. Dann ist sehr, sehr viel zusammengekommen. Warte mal, wir können ja auch hier im Lager gucken, oder? Wird die Häcksel gut aufgeführt?
Ich glaube nämlich nicht, ne? Glaube nicht. Negativ. Oder doch? Nö. Nee, weil normalerweise kannst du Hexegut nämlich nicht in Silo lagern, sondern nur im Fahrsilo oder so. Deswegen taucht es hier in der normalen Auflistung nicht auf. Aber ihr moddet den Hofsilo sei Dank. Es geht doch. Ach, schon geil. Also der Axion ist schon ein schöner Büffel. Ein sehr, sehr schöner Traktor. Und ich bin sehr froh, dass das mit dem Trailer hier so gut funktioniert, mit dem Dolly. Habt ihr auch schon andere Sachen erlebt, beim Probieren und so, ne? Wenn sich dann der Dolly irgendwie verklemmt beim Lenken und das Ding so halb durch die Map springt und... Ach. Ist schon okay. Also so hundertprozentig perfekt ist der Trailer jetzt natürlich auch noch nicht. Aber... Ah ja, das geht schon. So. Weil wenn wir nämlich nichts drin haben, sind unten quasi die Schieber offen. Ist jetzt so semi-geil. Aber von außen sieht man es sowieso nicht. Von daher halb so wild. Also ich habe mal mein Mikro einen ganz kleinen Pup lauter gemacht. Aber ich denke mal, jetzt bin ich schon wieder zu laut, ne? Warte mal. Wahnsinn, wie feinfühlig. Aber wird schon gehen. Ihr könnt mir das nachher selber mal an und dann schauen wir da mal. Das klappt schon. Ey, warte mal, haben wir eine Tankstelle gebaut? Ja, da hinten steht sie. Okay, weil der Ding hier ist bald alle. Und jetzt gerade mal 6 Stunden runter. Was hat denn der so lange gemacht? Okay, ja, ein schönes Aufschraube, das Ding. Sehr krass. So, wenn wir die Felder hier bauen, brauchen wir hier unbedingt einen Weg. Hier durch Stock und Stein, durch die Lände zu eiern. Das ist eigentlich nicht so nach meinen Vorstellungen, aber das kommt alles nach und nach. Hoffentlich. Warte mal, liegt das Feld hier gerade brach? Ja, ne? Abgeerntet. Verdammt, was wollte man hier anbauen? Hirse, ne? Ich glaube, ich wollte in die Hirse gehen. Kann das sein? Ich denke ja. Okay. So, der Häcksler ist gleich wieder voll. Oh, guck mal hier. Wenn der permanent durchzieht, dann schafft er aber ordentlich was weg, ne? Guck mal, der kommt jetzt noch eben mal zurück. Vielleicht auch zweimal. Und dann sind wir hier durch. Dann geben wir den gleich wieder ab beim Händler. Dann hat er seine Arbeit verrichtet. Und beim nächsten Mal könnten wir dann vielleicht schon mal anders häckseln. Ne? Dann nehmen wir uns einen anderen Häcksler mit einem Anhänger hinter. Und dann geht das los. Weil ich fand das schon recht praktisch. Vor allem, der braucht keine Aufsicht. Wenn der Anhänger hinten dran dementsprechend groß ist und die doch Füllvolumen hat, dann haut der Häcksler immer rein, 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 bis das Feld zu Ende ist. Aber im Anhänger ist noch Platz. Hat Vorteile. Hat doch bei dem Göweil-Ding einfach nur Vorteile. Ja, XML umschreiben sei Dank. Kann man bei manchen Geräten einfach mal ein bisschen tricksen, damit es einfach schöner zu spielen ist. Und vor allem, wenn du alleine spielst, bei so einem, keine Ahnung, wie viel Hektar großes Feld, wenn du da alle 2 Minuten den Anhänger leer machen musst, beim Häckseln, ist nicht cool. Denn zum Beispiel, warte mal, der Ladewagen, wo ist er? Da. Den hier, ne, den hatten wir schon auf der Elm Creek Map gehabt. Der hier mit seine Schwader-Funktion. Kann man natürlich auch wegbauen. Kann man den auch schön lackieren. Konfiguration, der hat so 70.000. Und so hat er halt, was steht hier? 10 Millionen, ja. Ich habe ein Feld abgehäckselt damit. Und da waren da über 8 Millionen Liter Häckselgut drin. Ey, und da kommen haufenweise Ballen zusammen. Ist echt nicht wenig, also, ne? So, ich denke mal, da wird noch... Na, kann ich schlecht einschätzen, ob der jetzt mit dem letzten Mal langfahren fertig wird oder ob er nochmal zurückfährt eine Runde, aber den Acker schaffen wir heute runter. Und ich hatte schon zum Anfang Befürchtung, dass wir hier, 3-4 Folgen Mais häckseln, aber ist mega entspannt. Jetzt haben wir hier, ne, mit dem Glas ein paar Runden gedreht, haben immer fleißig abgefahren und ruckizucki ist das Feld zu Ende. Sehr schön.
Ja, wie gesagt, Kuhstall, nehmen wir den, den wir da haben. Mit 150 Kühe, das reicht dicke. Müssen wir dann nur die Position nochmal richtig ausklamüsern, wo das genau hinkommt, und dann dürfte das eigentlich passen. So. Ja, weiß ich nicht. Was haltet ihr dann von Forst? Ich hätte ja Bock auf Forst. Und generell den Hof mal so ein bisschen einfrieden. Ne, dass sie nicht Hinz und Kunz einfach von der Straße hier ruf kann. Vielleicht doch einfach mit ein paar Bäumchen oder so, dass wir uns hier so eine kleine Grünbarriere irgendwo mal hinstellen. Meinetwegen auch mit einer Hecke und ein paar Büsche dahinter oder so. Mal gucken. Da sind ja alle Möglichkeiten dementsprechend offen. Kostet aber halt alles Kohle, ne? Also Landschaftsbau mit Bäume pflanzen generell ist immer nicht so günstig. Ja, naja, mal gucken. So, vielleicht die letzte Runde mit dem Anhänger hier übers Feld. Mal schauen. Aber ich könnte mir vorstellen, der lässt doch eh so ein oder zwei Streifen stehen, dass er nochmal zurückfährt, der Häcksler. Aber wir werden uns gleich überraschen lassen. Oh, warte mal. Nee, letzte Runde. Guck mal, der ist fertig denn. Perfekt. Der ist gleich voll. Das ist ja noch viel besser. Passt aber nicht alle drin, ne? Dann müssen wir mit Bede zurückfahren. Warte mal, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr zurückfahren. Oder ist der Code vorher noch mal voll? Hat alles in den Häcksler passt. Okay, dann schauen wir mal. In dem Trailer sind 50.000 Liter Füllvolumen. 57. Das Schneidwerk geben wir mal gleich ab. Ja, das brauchen sie woanders. Haben sie gleich abgeholt. Dann fahren wir mit dem Häcksler direkt zurück, laden aus und dann sind wir durch. Das ist ja mal voll geil. Oh, ist aber ein schneller Kamerad. Ah, 100 ist ein bisschen doll flink, oder? Bei dem Häcksler kannst du theoretisch auch das Füllvolumen deutlich erhöhen, hinten von seinem Bunker. Und dann passen hier theoretisch auch hektarweise Zeug rein. Aber wir laden die aus. Mit Hofsilo. Ja. Und dann sind wir erfolgreich mit der Häckselaktion durch. Sehr, sehr schön. Freut mich gerade, dass das relativ zügig vonstatten ging. Und wir gucken gleich mal, wie viel da zusammengekommen ist. Dürfte ein ganz schöner Schwung sein. Ja, da kriegen wir ein paar Ballen mit zusammen. Das wird toll. Wir sind im September. Wann ist denn hier verkaufsmäßig für Silage der Zeitpunkt am besten? Im Januar. September, Oktober, no ja, definitiv, dem dann 3 Monate Zeit zum Reifen. Das passt mir. So. Den fahren wir mal an der Seite. Den können sie abholen, ne? Haben sie gesagt, kein Ding, Schlüssel, lass stecken auf dem Hof. Wir kommen vorbei, wenn wir ihn brauchen, wenn wir Zeit haben. Dann nehmen wir uns den da mal einfach weg. Rechnung kommt. Wie viel haben wir denn? 757.000 Liter Hexegut. Oh, da kommen aber ein paar Ballen zusammen, Freunde. Da das so B, da freue ich mich. Dann holen wir noch den Glas vom Hof, vom Feld. Und ja, weiß ich nicht. Wollen wir beim nächsten Mal vielleicht gleich mal dieses Göweil-Ding mieten und anfangen mit Ballen wickeln? Weil vom Zeitpunkt her wird der bald perfekt. Können wir irgendwas anpflanzen? Was sagt das Kalendarium? Ja, Weizen und Gerste wäre geil. Aber ich würde gerne auf Hirse gehen. Und das wäre im April erst der Fall. Ja. Genau. Gut, dann haben wir doch einen Plan. Dann machen wir beim nächsten Mal Silageballen mit dem Göweil-Ding. Den mieten wir uns erstmal kaufen. Geht gerade nicht. Kredit, was haben wir? Haben wir? Haben wir Kredit? Ja, haben wir ja. Ohne so viel davon. Ne? Das ist nicht schön. Okay. In der Zeit, wo denn der Göweil-Apparat die Ballen wickelt, können wir die Felder ein bisschen bestellen. Düngen, mulchen, pflügen, die anderen Felder hinten zusammenpflügen. Ne? So eine Sachen. Alles klar. So ist der Fahrplan, Freunde. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und redet haut.